Hallo, im letzten Video habe ich gezeigt, wie man Excel unterschiedliche Diagrammtypen erstellen kann. Und jetzt in dieses Video werde ich mal zeigen, wie man bestehende Diagramme in Excel ändern kann, also bearbeiten kann. Und ich habe jetzt schon mal hier ein Diagramm erstellt vom Umsatz. Und wenn ich jetzt auf das Diagramm klicke, ich klicke mal hier, dann sieht man, da kommen auf einmal die Diagrammtools und da sehe ich da Entwurf, Layout, Format, da habe ich die unterschiedlichen Diagrammtools zur Verfügung. Gehen wir mal auf Entwurf. Ein interessantes Tool ist, man kann den Diagrammtyp nachträglich ändern. Das heißt, wenn ich jetzt was anderes will, außer Säulen, ich muss nicht das löschen und dann ein neues Diagramm erstellen, sondern ich kann hier bei Diagrammtyp ändern und wähle in dem Fall zum Beispiel Balken. Hier Balken. Okay? Und nehme ich mal einen Balkentyp zum Beispiel, der da. Okay? Und somit ist jetzt mein Säulendiagramm in ein Balkendiagramm, habe ich das geändert. Okay? So, dann Legende will ich nicht, kann ich einfach anklicken und auf Entfernen gehen. Auch diese Linien da, wenn ich die nicht will, anklicke, sorry, hier anklicke. Und da sieht man die einzelnen Linien und dann auf Entfernen. So, und dann kommt man dann zu gewissen Änderungen. Also zum Beispiel, nehmen wir an, ich will die Farben dieser dieser Balken ändern. Einfach klicken, dann habe ich jetzt alle markiert und jetzt kann ich mit der rechten Taste, kann ich dann die Farbe ändern, ja, zum Beispiel rot. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt jede einzelne Balken ändern will, dann muss ich nochmal klicken. Und jetzt sieht man, dass nur dieser Balken markiert ist. Und jetzt mit der rechten Taste und dann habe ich zum Beispiel nur den in dieser Farbe hier anklicke. Und mit der rechten Taste kann ich dann jeden einzelnen, machen wir mal eine andere Farbe, jeden einzelnen kann ich dann somit eine unterschiedliche Farbe geben. Ja. Oder alternativ ist, man kann doppelklicken. Dann hat man, ich doppelklicke hier, dann hat man eine größere Auswahl von Möglichkeiten, die man da machen kann. Also zum Beispiel die Füllung, kann ich ein Bild, Musterfüllung etc. Man hat dann Rahmenfarbe, Rahmen betrifft also der Rahmen dieses Balkens, Rahmenart, Schatten etc. Ja. Also mit dem Doppelklick geht das, allerdings langsamer, aber dafür hat man mehr Optionen. Oder mit dem rechten Klick, da hat man dann weniger Optionen, allerdings geht es dann wesentlich schneller. Okay? Und so weiter. Genau dasselbe betrifft dann, man kann auch die Achsen ändern. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Achse, man muss immer aufpassen, wo man klickt, ja? Also zum Beispiel, wenn ich hier doppelklicke, öffnet sich ein Dialogfenster, das heißt Achse formatieren. Ja, das ist genau das Richtige, weil ich jetzt die Achse formatieren will. So. Und jetzt kann man hier festlegen, zum Beispiel, mir gefallen die Intervalle nicht, die sind jede 100. Ich will die Intervalle ändern, dann gehe ich hier Hauptintervall. Anstatt 100 mache ich jetzt 300. Okay. Auch das Maximum, ich will es nicht bei 9, man sieht jetzt, sofort sind die Intervalle reduziert ich will der Hauptintervall soll bis 850 gehen. Okay, so kann man das alles ändern. Die Zahlen, der Format der Zahlen, man sieht jetzt, dadurch, dass die Intervalle verkleinert habe, und hier auch, ich sehe da, der Minimum ist bei minus 50, das brauche ich gar nicht, dann gehe ich wieder hier hoch und mache Minimum bei 0. Okay? So, und jetzt, man sieht jetzt, das Diagramm ist viel genauso, wie ich es haben will. Okay? Ich kann auch die Intervalle zum Beispiel bei der 50 machen, dann sieht man, das kann man das locker ändern. Okay? So, dann die Zahlen kann man auch formatieren. Also Zahl zum Beispiel keine Kommastellen. Okay? Und dann kann man die Füllung der Achse auch ändern, was in dem Fall, oder sorry, der Zahlen, das ist jetzt in dem Fall uninteressant, aber die Linie der Achsen kann man eine einfarbige Linie. Dann kann man auch hier die Farbe wählen. Machen wir mal rot. Linienart kann man auch dann ziemlich dick machen, ja, man sieht das. Okay? Und so habe ich jetzt die Achse ganz schön so nach meinen Bedürfnissen formatiert. Okay? So, und genauso kann ich das mit dieser Achse hier machen, mit dieser Y-Achse, einfach doppelt anklicken und genau dasselbe Verfahren habe ich hier. Natürlich hier habe ich nicht das Max, Min und so weiter Intervall-Dinger, weil das betrifft immer
nur die Werteachse. In dem Fall ist die Werteachse entlang der X-Achse. In den meisten Diagrammen wie Säulen ist das die Y-Achse. Okay, aber alles lässt sich per Doppelklick ändern. Auch hier, wenn ich jetzt in dem Bereich, in dem leeren hier doppelt anklicke, das ist dann die Zeichnungsfläche, kann auch die Zeichnungsfläche mit einer gewissen Füllung versehen. Also zum Beispiel, jetzt machen wir mal leicht grau. So, und genauso kann ich das mit dem Titel machen. Entweder kann ich es entfernen, wenn ich jetzt auf Entfernen gehe, oder ich doppelklicke da und kann dann auch gewisse Änderungen machen. So, da ist jetzt ein grauer, und jetzt machen wir noch einen Rahmen ringsherum, einfarbige Linie, machen wir einen roten Rahmen, machen wir einen ziemlich dicken Rahmen, und so habe ich jetzt das Diagramm nachträglich bearbeitet. Das wären mal jetzt so ein paar Bearbeitungsmöglichkeiten von Excel-Diagramm, und natürlich gibt es auch viel mehr, werde ich mal in den folgenden Videos dann auch diskutieren.